Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute will ich dir ein Buch vorstellen, was mich wirklich umgehauen hat. Und zwar ist es Blutrosen von Monika Veeth. Ich habe es vom Verlag zugeschickt bekommen. Es ist aus dem CBT-Verlag. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, es geht jetzt einfach mal los. Es ist der dritte Teil einer Reihe. Man kann ihn aber auch unabhängig von den anderen lesen, weil ich habe selbst den zweiten Teil dieser Reihe nicht gelesen, sondern nur den ersten. Und das ist überhaupt kein Problem. In Blutrosen geht es um Romy, eine Volontärin bei einer Kölner Zeitung, die eine Geschichte über Frauenhäuser schreiben möchte. Und eine Bewohnerin dieses Hauses, dieses Frauenhauses in Köln, nämlich Fleur, bietet ihr an, ihre Geschichte mit ihr zu teilen. Und so macht sich Romy natürlich ans Werk und ist total aufgeregt und erfährt auch ziemlich schreckliche Dinge, denn Fleur hat echt einiges hinter sich. Für Frauen, die mit physischer und psychischer Gewalt konfrontiert wurden, ist natürlich die Angst immer präsent und so ist es auch bei Fleur. Und als sie aber so langsam anfängt, sich ein bisschen sicher zu fühlen, geschieht ein Mord und sie weiß ganz genau, dass Michael, der ihr das eben angetan hat, auf der Suche nach ihr ist. Denn sie ist nicht das erste Mal weggelaufen, sondern schon öfter und er findet sie immer. Denn er ist ein richtig, richtig kranker Psychopath. Der ist so krank, dieser Typ wirklich. Man erfährt die Geschichte nämlich abwechselnd aus der Sicht von Romy, aus der Sicht von Fleur und auch aus der Sicht von Michael und auch aus der Sicht von Bert Melzig. Das ist nämlich der Kommissar, der auch in der Erdbeerpflücker-Reihe von Monika Veeth, also in den Jette-Thrillern, eine Rolle spielt. Da ist so die Verbindung zu den anderen Büchern von ihr mega. Deswegen ist diese Geschichte sehr lebendig, weil man eben diese verschiedenen Blickwinkel hat. Und was soll ich sagen? Ich liebe Monika Veeth und dieses Buch war sowas von gut. Die Geschichte ist einfach eine, die wirklich in dieser Welt hunderttausende Mal passiert. Nämlich, dass eben Frauen von ihren Männern nicht nur psychisch fertig gemacht werden, sondern eben auch physisch und von diesen Männern aber trotzdem so schwer loskommen. Und ich kann mir nicht mal im Ansatz vorstellen, wie schrecklich das sein muss. Und ich finde, dass Monika Veeth es echt geschafft hat, diese Angst und diese psychische Abhängigkeit von diesen Männern für diese Frauen so gut darzustellen, dass man sich da hineinversetzen kann. Die verschiedenen Charaktere, die in diesem Frauenhaus untergebracht sind, zeigen eben auch, wie unterschiedlich jede Frau mit dem Schicksal umgeht. Also es gibt zum Beispiel auch eine Frau, mit der Fleur sich gut versteht, die trotzdem total positiv durchs Leben geht und sich ihren Mut nicht nehmen lässt. Romy ist auch einfach mega sympathisch, Bert meldet sich ja sowieso. Fleur ist einfach so ein Mädchen, was du sofort ins Herz schließt und ja, auch das Bedürfnis hast, sie zu beschützen. Und dadurch, dass man eben die Geschichte auch aus Michaels Sicht erfährt, denkt man einfach nur, was stimmt denn nicht mit dir? Es war auf jeden Fall ein Buch, auf das ich mich immer gefreut habe, wenn ich weiterlesen konnte. Und es hat mich so in den Bann gezogen, dass ich wirklich auf den letzten Seiten so war, oh Gott, was passiert als nächstes? Oh mein Gott. Das Ende kam dann ziemlich abrupt, leider, so wie es ja immer ist bei Büchern, die man gut findet. Aber wie gesagt, ich freue mich jetzt umso mehr darauf, endlich mir den zweiten Teil mal zuzulegen und ihn zu lesen. Monika Veeth hat sowieso so einen Schreibstil. Ich glaube, ich würde sehr, sehr oft auch erkennen, wenn mir jemand was hinlegen würde und ich es lesen würde, dass es von ihr ist. Weil sie hat irgendwie so ein besonderes Etwas mit in ihrem Schreibstil. Ich kann jetzt schwer sagen, was es ist, aber es ist sowohl beim Erdbeerpflücker, also bei der ganzen Reihe, als auch in diesen Büchern wieder so, dass sie da so ihren eigenen Stil einfach reinbringt, dass eine bestimmte Atmosphäre aufgebaut wird, die es eben nur bei Monika Veeth gibt. Und ich habe den größten Respekt vor dieser Frau und freue mich auf alles, was von ihr noch kommt. Ich habe auch total das Verlangen, ihr irgendwie eine E-Mail zu schreiben oder irgendwie ihr zu sagen, wie gerne ich ihre Bücher lese. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Das habe ich fast noch nie gemacht. Ah, ja, also wie gesagt, ne, wenn du jetzt mal Bock hast, irgendwie auf so einen Thriller, der wirklich 1A ist, ja, dann leg dir Blutrosen zu. Ich kann es dir echt nur empfehlen. Danke nochmal an Random House, dass ich dieses Buch bekommen habe. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!